weiß noch nicht, wo habe ich denn hin? Ach, das Gleiche. Was suchst du denn? Naja, dreimal darfst du raten. Meine Brille. Nun nimm mal deine eigene, ne? Ich find sie ja nicht. Was warst denn so blöd? Hallo. Ja. Du hast die Brille. Ja, wo denn? Auf dem Kopf. Ach, sag das doch gleich. Na? Was flott ist dabei? Weiß nicht. Oh, die sind aber sehr elegant. Die roten Gummistiefel? Jo. Ah. Doch. Darin wird so unwiderstehlich aus. Ein bisschen Quatschkopf. Doch, wie die Ding. Wie ja, die, wie ein gestiefelter Kater. Na, wie heißt denn die? Wer? Na? Heidi. Heidi. Ach, die Blonde. Auf die stehst du. Hm? Nee, ich steh auf dich. Hm. Anna, schon wieder daneben. Soll ich dir deine Brille holen? Du, pass nur auf. Ah, aua, das war allerdings ein Volltreffer. Hör mal, irgendwie fehlt mir die Frieda. Können wir nicht wieder einen Hund haben? Hast du eigentlich endlich mit der Steuererklärung angefangen? Oder willst du damit bis Weihnachten warten? Hey, ich red mit dir. Ja, Moment, mir ist ein bisschen schummrig gerade. Geht gleich wieder. Christian. Oh. Oh, ey. Was hast du denn? Mir ist ein bisschen schummrig. Na komm, setz dich erstmal. Ah, Junge, Junge, Junge. Ist ja ganz käsig im Gesicht. Oh, ich hol dir ein Glas Wasser, ja? Ja, dann mach nichts im Theater. Hallo. Aufwachen. Christian. Christian. Komm, mach den Mund auf. Hey, aufwachen. Komm, Christian. Christian, mach keinen Scheiß jetzt. Das ist nicht witzig. Christian. Christian, nein. Christian. Oh mein Gott. Christian, nein. Tu mir das nicht an. Oh,
ich schon alle. Mama, ist alles okay? Ja, ja. Ich bin nur nervös vor dieser Beerdigung. Alles gut. Mutter? Was macht sie denn da? Anna! Hallo Mutter, wie geht's dir? Ach, dieses Mistding springt nicht an! Brauchst du den Traktor heute? Hey Oma. Hallo. Schön, dass du mitgekommen bist. Na klar. Wenn ich den in die Werkstatt gebe, kostet er ein Vermögen und dauert ewig. Müssen wir uns nicht langsam auf den Weg machen? Also. Wir nehmen Abschied von Christian Engstrup und legen seinen Leib in Gottes Acker. Erde zu Erde, Asche zu Asche, Staub zu Staub. Sein Leib vergeht, Gottes Treue bleibt. Der Herr behüte dich vor allem Übel. Wo warst du denn? Der Herr behüte deine Seele. Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Jesus Christus spricht: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Ist alles okay? Warum ist denn keiner die mit Salami? Anna, tut mir wirklich sehr leid. Wirklich. Wenn du Hilfe brauchst. Nicht nötig. Danke, Johann. Oder wenn dir der Hof zu viel wird. Ich kann das verstehen. Du willst Christian den Hof abluchsen? Ausgerechnet heute! Du hast mich völlig falsch verstanden. Der schlägt um. Ich gehe aufs Feld. Wie? Das heißt, dann will ich wieder mal. Lass sie. Man kann sie doch jetzt nicht alleine lassen. Wo ist dir nur eine blutige Nase? Ich kenne sie. Ich doch die Mühe, aber was ist das? Gut. Oh!
komisch, ja? Ich meine, du kanntest ihn ja nur ein halbes Jahr und er war ja nicht mal dein richtiger Großvater. Seit meine Mutter Anna gefunden hat, es war wie Family für mich. Ich habe ihn gern gemocht. Ich weiß auch nicht, es fühlt sich auf jeden Fall total komisch an. Ich muss die ganze Zeit flau im Magen und ich könnte nur losheulen. Mach ruhig. Marek, du kannst ja wieder reingehen. Ich habe nur einfach genug von dieser Veranstaltung. Geht mir auch so. Schön von mir. Oder nee, lass es. Für die werde ich immer der Mann bleiben, der sich im Stich lässt, wenn es brenzlig wird. Du bist immerhin mein Vater. Naja, weiß ich auch erst seit dem Frühjahr. Wie wir alle. Ich frage mich, ob wir noch ein paar Tage bleiben sollen. Ihr könnt bei mir wohnen, ich würde mich freuen. Ich meine hier bei Anna. Ich wäre an ihrer Stelle jetzt nicht so gern alleine. Hast du sie darauf angesprochen? Ich weiß bei ihr nie so genau, ob sie mich eigentlich bei sich haben will oder lieber nicht. Mach's nicht so kompliziert. Frag sie einfach. Danke, dass Sie da waren. Ich sag ihr Bescheid. So, Feierabend. Die Äpfel können auch bis morgen warten. Dann geh jetzt. Christian wird das nicht gut finden. Ach nein, und wie ich das finde, dass ich plötzlich mit allen hier alleine stehe? Wen interessiert denn das? Frau Anna. Ich habe noch nie die Steuer gemacht. Keine Ahnung, wie das geht. Die Verträge mit den Saisonarbeitern weiß ich nicht. Das Kühlsystem muss gewartet werden. Es kostet ein Vermögen, wenn man das von anderen Leuten machen lässt, hat er mir aber nie gezeigt. Schönen Dank auch, Christian. Christian und ich, wir haben immer viel zusammen gemacht. Ich weiß. Ich helfe Ihnen. Wirklich? Danke. Die Leute sind jetzt bestimmt alle weg. Hm. Gut. Dann gehen wir. Seid ihr noch da? Ja, klar. Der Pfarrer wollte eigentlich auf dich warten, aber seine Frau war so angeschickert, dass er sie nach Hause fahren musste. Ihr habt ja aufgeräumt. Das gehört aber nicht hierhin. Anna? Wir haben gedacht, wir könnten noch hierbleiben. Wenn du willst. Wozu denn?
Ihr schlaft doch viel besser in eurem eigenen Bett. Wir bleiben gerne. Du könntest ausschlafen, wir machen Frühstück. Ines, ich habe morgen jede Menge zu tun. Ich stehe um 5 Uhr auf. Ich glaube kaum, dass du mir da Frühstück machen möchtest. Aber du kannst doch nicht einfach so zur Tagesordnung übergehen. Was soll ich denn machen? Ich bin mitten in der Ernte. Kannst du dir nicht ein paar Tage frei nehmen? Gut. Dann machen wir uns auf den Weg. Ich hol meine Tasche. Was ist, ruf an, Oma, okay? Mach's gut, meine Lütte. Mama, komm. Das war wirklich ein harter Tag für sie. Und sie hat auch noch die ganze Ernte am Hacken. Scheiße. Mama. Ich will ihr doch helfen. Warum lässt sie mich nicht? Ich bin doch gerne bei ihr draußen auf dem Land. Ich würde so gern mal bei der Apfelernte mitmachen. Ich mache das doch nicht nur aus Pflichtgefühl oder Mitleid mit ihr. Du würdest doch sicher auch gern mal den September hier draußen bei Sascha verbringen, oder? Ich sag da nichts zu. Ich meine, wir hätten da beide was davon. Und sie auch. Warum will sie das nicht verstehen? Weil du das vielleicht noch nie so gesagt hast? Was machst du denn? Ich sag ihr das. Jetzt. Jetzt? Im Moment habe ich sowieso nur 4 Schüler. Die könnte ich zusammenlegen. Und die Orchesterproben gehen erst im Oktober wieder richtig los. Sag ja. Bitte, Oma. Habe ich eine Wahl? Komm, wir packen mal aus. So, Madame. Sascha! Darf ich Ihnen helfen? Hallo, Marek. Hallo. Gerne. Danke. Wohin? Nach oben, glaube ich. Danke. Ihr seid aber früh, ich hoffe. Wer hat denn die Tasche dahingestellt? Aua, meine schönen Birnen. Jetzt kann ich nur noch Kompott rausmachen. Alles okay, Oma? Ja, nein. Jetzt lass doch mal. Ich helfe Ihnen. Ja, ich brauche das. Komm, jetzt geht.
Schön, dass ihr da seid. Komm, wir bringen die Sachen schon mal rein. Tut mir leid, Oma. Ja, schon gut. Aua, Mensch, ich geh noch mal. Anna? Ja? Oh, brauchst du noch was? Ich finde keine Handtücher. Die sind oben im Schrank in der untersten Schublade. In Ordnung. Schläfst du hier? Ja? Ist noch was? Dann gute Nacht. Ja. Haben Sie schon mal unseren Apfelbrand probiert? Den machen wir aus Finkenwerder Herbstprinzen. Das ist eine ganz alte, sehr aromatische Sorte. Absolut köstlich. Klingt gut. Dann nehme ich mal eine Flasche mit. Gerne. Was macht? Zusammen 25,80. Dann musst du mal in die Pötte kommen. Oh, geht's auch mal ohne dreifarbigen Lidschatten? Ich bleib heute hier, mir ist schlecht. Wie du meinst. Tschüss. Ty co ty je tak trzęsiesz jak kartofle, chłopie? Nie męcz, kolego, nie męcz. Joe! Joe! Ich denk, du bist krank. Warum bist du denn nicht im Bett? Was ist denn los? Ich bin schwanger. Was soll ich denn jetzt machen? Ich weiß, wie du dich fühlst. Scheiße.
bist doch nicht allein damit. Ich verspreche dir. Ich kümmere mich drum. Und deine Mama natürlich auch. Und auch Sascha. Alles, es ist doch total irre. Ich kann doch nicht plötzlich eine Mutter sein. Ich weiß. Trotzdem. Da wächst du rein. Ein Baby ist das schönste Geschenk. Ich weiß aber nicht, ob ich das will. Glaub mir, du willst das. Sag Mama nichts davon. Ich kann die doch nicht anlügen. Nee, du sagst ihr was. Frau Anna! Lösen vom Großmarkt. Ich rufe den nachher an. Herr Lösen? Frau Anna ruft zurück. Hallo? Hallo. Na, wie war denn Unterricht? Okay. Ist das nicht immer ein bisschen sehr umständlich, so ganz rein nach Hamburg? Hängt vom Verkehr ab, weißt du doch. Du könntest ja hier eine Annonce aufgeben. Hier gibt's wahrscheinlich auch Jugendliche, die gerne Cello lernen möchten. Puh, ob die dann auch später zu mir nach Hamburg kommen würden? Darüber würde ich gerne mit dir reden. Über später. Was meinst du? Später. Nur setz dich doch erstmal. Ein Glas Wein? Habe ich mir heute mal gegönnt. Verstehe. Ines, kannst du dir vorstellen, dass ihr hier bleibt? Dass ihr ganz hier bleibt? Und dass wir den Hof gemeinsam machen? Du hast ein Händchen dafür, das habe ich gesehen. Nochmal von vorn. Du möchtest, dass wir richtig zu dir ziehen? Ja. Ich weiß, wir hatten nicht den allerbesten Start. Ja. Wir könnten uns zusammenraufen. Neben meiner Musik? Ich weiß nicht, ob das zu schaffen ist. Natürlich ist das zu schaffen. Das ist reine Organisation. Wenn die Orchesterferien vorbei sind, bin ich zeitlich nicht mehr so flexibel. Ich habe auch nicht gesagt, dass du 12 Stunden hier sein sollst. Aber dass dir die Sache am Herzen liegt. Ich verstehe überhaupt nichts von Apfelwirtschaft. Na und? Dann bringe ich dir das bei, du bist ja schließlich meine Tochter. Wir wären ein richtiger Familienbetrieb. Habe ich hereingesagt? Du. Was hältst du davon, wenn wir ganz hierher ziehen? Was? Anna möchte den Hof mit mir zusammen machen. Und ich denke, das könnte was sein. Raus aus der Stadt, nochmal was anderes anfangen. Tickst du noch ganz richtig? Du bist Cellistin. Das eine schließt das andere doch nicht aus. Es gibt viele Leute, die sowas kombinieren. Wessen Idee war das? Annas. Ist das so wichtig? Das hätte ich mir denken können. Ich dachte, du freust dich. Thank you.
Joe sagt, ich spinne. Dann spinne ich eben auch mal. Moin, Frau Arnold. Hallo? Hinrichs, der Pfarrer. Ach ja, Entschuldigung. Ist Ihre Mutter da? Sie war vorhin wieder nicht im Gottesdienst. Ich dachte, ich sehe mal nach ihr. Kommen Sie rein. Anna! Anna! Ja? Der Pfarrer ist da. Was? Der Pfarrer! Möchten Sie vielleicht ein Stück Apfelkuchen? Frisch gebacken. Oh nein, meine Frau hat mich auf Diät gesetzt. Aber überlegen Sie doch bitte mal, ob Sie nicht in unserer Kirche ein kleines Cello-Konzert geben könnten. Ein bisschen Glanz in Reute. Ich denke drüber nach. Wie geht's dir denn? Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Es ist immer so viel zu tun. Sie redet nicht drüber. Ist bestimmt ein Trost für Sie, dass Sie jetzt hier sind. Das hoffe ich. Anna! Also das verstehe ich jetzt nicht. Wissen Sie, es gibt Witwen, die nehmen gern einen Seelsorger in Anspruch. Andere ziehen sich erst einmal zurück. Sagen Sie ihr, ich komme wieder. Ja. Hallo Johann. Hallo Anna. Was verschafft mir die Ehre? Ich wollte dich zum Essen einladen bei mir. Soll das ein Witz sein? Nö. Wann hast du denn Zeit? Donnerstag vielleicht? Donnerstag ist gut. Um 8. Kann ich mir etwa Hoffnung machen? Mit Joe und Ines. Schließlich sind wir ja eine Familie. Wusste gar nicht, dass du das auch so siehst. Ja, schön, dass ihr Zeit gefunden habt. Ich möchte euch heute jemanden vorstellen. In Zukunft bin ich nicht mehr allein die Chefin, sondern meine Tochter Ines ist genauso für alles zuständig. Es wäre schön, wenn ihr sie willkommen heißt. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit. Ja, die Sonne scheint, also ran an die Arbeit. Do roboty, chłopaki. Idziemy, idziemy.
Frau Anna? Ja? Darf ich Sie mal kurz allein? Ich komme gleich. Wieso erfahre ich nichts davon? Was meinst du? Das muss man sich doch überlegen. Ich habe mir das überlegt, und zwar gründlich. Christian hätte das vorher mit mir besprochen. Was gibt's da groß zu besprechen? Ines läuft eine Weile mit und wir arbeiten sie dann ein. Und wenn sie eingearbeitet ist, dann macht sie meinen Job? Unsinn, was denkst du denn? Ich frag mich halt, wieso sie das Ganze vor mir verheimlicht haben. Ich hab das doch nicht vor dir verheimlicht. Jetzt krieg dich aber mal wieder ein. Der Markt in Stade, jeden zweiten Sonntag im Monat. 10 Kisten Boskop. 10 Jonagold, 10 Elster und 5 Herbstprinz. Den Markt können wir ja mal zusammen machen. Oder machen Sie mit Ihrer Mutter. Also Anna und ich, wir hocken schon genug aufeinander. Ich mach das lieber allein. Nicht den Eindruck, dass Marek sich besonders wohl mit mir fühlt. Der braucht immer ein bisschen länger, bis er mit jemandem warm wird. Mir wäre ganz lieb, wenn du mal einen Blick auf diese blöden Steuerunterlagen werfen könntest. Am Anfang war der ganz entspannt. Weißt du, in guten Jahren hat Christian das immer so gehalten, dass wir irgendwas an dem Haus renoviert haben. Wir haben sogar einmal das Reetdach neu gedeckt. Und irgend sowas in der Art würde ich dieses Jahr auch gerne machen. Aber ich komme mit diesem Papierkram nicht zurecht. Hast du keinen Steuerberater? Christian hat das immer lieber selber gemacht. Ich habe einen, der ist ganz gut und gar nicht so teuer. Red doch noch mal. Wo ist jetzt meine Brille? Auf deinem Kopf. Ach, es wäre wirklich gut, wenn du noch mal mit Marek redest. Dein Vater kommt heute Abend zu Besuch. Ich habe ihn eingeladen. Oh, du redest wieder mit ihm? Ich dachte, du freust dich darüber. Ja. Hallo, meine Lütte. Na, alles in Ordnung? Hey, Opa. Hoffentlich hat deine Oma sich's nicht anders überlegt. Nicht, dass sie gleich mit der Schrotflinte auf mich schießt. Ach, ich soll dich übrigens von Sascha grüßen. Habt euch lang nicht gesehen, oder? So lang nur auch wieder nicht. Guter Junge. Macht einen guten Job bei mir auf dem Hof. Willst du mal? Ja. Schön, dass du da bist. Setz dich schon mal hin, das Essen ist gleich fertig. Nimmt die was? Irgendwelche Beruhigungsmittel? Hallo, Johann. Hallo. Oh, schön. Ja. Danke. Steckst du da dahinter? Nein, das war Annas Idee. Setz dich doch. Ja, jetzt sind wir endlich mal alle beisammen. Ich hoffe, ihr habt Hunger. Danke für die Einladung. Ich frag mich allerdings, wieso wir uns in den letzten Jahren so selten gesehen haben. Weil du Christian immer das Wasser abgraben wolltest. Also, eigentlich hat's ja damit angefangen, dass wir furchtbar verliebt ineinander waren. Das ist 100 Jahre her. Nicht ganz. Du warst damals 16, falls du dich erinnerst. Genauso alt wie Joe jetzt. Wie läuft's denn mit der Ernte? Gut. Und selbst? Brauchst du Hilfe? Sehe ich so aus? Auf unsere Familie? Na dann, Prost.
Prost. Oh. Für dich steht Apfelsaft da. Hm? Muss das sein? Ein Glas reicht, das finde ich auch. Also weißt du, dass sie mich unglaublich an dich erinnert? Sie hat auch nie gemacht, was ich gehörte. Immer nur, was sie wollte. Das kommt mir bekannt vor. Ich habe nicht immer machen können, was ich wollte. Ich musste meine Tochter weggeben. Ja, das waren andere Zeiten damals. Deine Eltern würden heute damit bestimmt ganz anders umgehen. Ja, das denke ich auch. Heutzutage hat man ganz andere Möglichkeiten. Was hätte ich drum Heute muss man das Kind gar nicht erst bekommen. Joe. Tut mir leid, ich muss noch was für die Schule machen. Dringend. Ich weiß auch nicht, was das soll. Furchtbares Alter. Ich gehe schon. Gibt's eigentlich keinen Schlüssel für die Tür? Du hast noch überhaupt nichts gegessen, also komm wieder runter. Das kotzt mich so an, dein Getue. Was denn für ein Getue? Na, dass alles heile Welt ist und so. Bloß weil wir alle an einem Tisch hocken, sind wir noch lange keine richtige Familie. Das vielleicht nicht. Aber du kannst sicher sein, dass wir dein Kind willkommen heißen. Wir kümmern uns alle darum, auch Johann. Raus. Du musst nur einen Ton sagen. Raus! Naja, halb so wild. Vielleicht hat sie ja wirklich Hausaufgaben. Im Leben nicht. Vielleicht hat sie ja irgendwas. Frag sie doch mal. Von wegen, das ist die reine Bockigkeit. Aber davon lasse ich mir nicht die Freude darüber verderben, dass wir drei jetzt mal an einem Tisch sitzen. Guten Appetit. Guten Appetit. Bis Mittag bin ich beim Steuerberater durch. Und wenn irgendwas ist, kannst du ja Marek fragen. Oh, da wird er sich aber freuen. Hast du auch gar nicht nötig. Moin, tschüss. Willst du kein Frühstück? Ich bin spät dran. Ich kann dich ja mitnehmen. Ich nehme den Bus. Weißt du was? Ich glaube, du hast doch recht. Mit der stimmt irgendwas nicht. Sag ich doch. Ich glaube, sie hat Ärger mit Sascha. Der war auch schon ewig nicht hier. Kannst du sie nicht mal fragen? Mir springt sie doch gleich an die Kehle. Ich? Ja? Ihr habt doch das viel unkompliziertere Verhältnis. Ich muss jetzt dringend los. Tschüss. Hallo? Entschuldigung, hören Sie? Ich wollte nur sagen, ich bin heute Vormittag im Hofladen und wenn Sie irgendwas auf dem Herzen haben, dann wenden Sie sich bitte an mich. Ja? Das war's schon. Hallo. Ja, ich hätte was. Ja? Meine Freundin ist abgehauen. Und ich fühle mich verdammt einsam nachts im Bett. Wenn Sie mir vielleicht da weiterhelfen könnten? Ich bedauere, dafür bin ich nicht zuständig. Ja, aber Sie sagten doch. Ich bin eher dafür zuständig, wer hier bei uns arbeitet und wer nicht. Alles klar? Klar.
Monsieur Süß. Guten Tag. Das ist wirklich wunderschön. Wir haben das natürlich auch in anderen Farben. Mhm. Wissen Sie denn schon, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird? Nein, wissen tue ich das nicht, aber ich denke mal, es wird ein Mädchen. Och ja, da drücke ich die Daumen. Wenn Sie mich fragen, haben Sie mit einem Mädchen viel mehr Freude. Gerade als Großmutter. Entschuldigung. Ines, alles in Ordnung? Beim Steuerberater? Nein, ich... Hallo, Ines? Ines, ich höre dich nicht. Ich würde mir gerne noch Wickelkommoden anschauen. Ja, hier entlang, bitte. Marek, ich weiß nicht, was Sie gegen mich haben, aber für den anderen über mich zu lachen, das ist das Letzte. Ich habe doch nicht gelacht. Das war ein blöder Witz, sollten Sie sich gar nicht drüber aufregen. Wie sollen mich die Männer respektieren, wenn Sie sich über mich lustig machen? Entschuldigung, es ist nicht meine Sache, dafür zu sorgen, dass die Leute Respekt haben. Nein. Aber ich habe gedacht, Sie würden mir helfen. Wobei soll ich Ihnen helfen? Sagen Sie es mir. Ach, vergessen Sie es. Na? Alles gut? Ja, klar. Und bei dir? Nee, nichts ist gut. Nee, wieso denn? Wieso? Weil du nie ans Telefon gehst. Ehrlich, seit du hier wohnst, sehen wir uns kaum noch. Ich frag mich, ob ich irgendwas falsch gemacht habe. Bei mir ist gerade alles total chaotisch. Mit meiner Mutter und meiner Oma und so. Ach, und deshalb hast du meine Telefonnummer vergessen, ja? Jetzt mach doch nicht so einen Aufstand. Was heißt denn hier Aufstand? Ich frag mich bloß, ob ich irgendwo nicht mitbekommen habe, dass du mit mir Schluss gemacht hast. Ach, Quatsch. Okay. Wann sehen wir uns? Ich weiß nicht. Heute Abend? Jetzt entspann dich doch mal bitte. Ich kann es wirklich nicht gebrauchen, dass du mir jetzt auch noch Stress machst. Also, wenn das für dich Stress ist, dass ich dich sehen will. Ich ruf dich an! Schwieriges Stück? Ich habe so Muskelkater vom Kistenschleppen. Kann ich dich einen Moment stören? Könntest du den Markt am Dienstag in York machen? Der Bauingenieur kommt zur gleichen Zeit und wollte sich den Schuppen anschauen. Vielleicht baue ich ein kleines Wohnhaus daraus. Für wen das denn? Für dich und Joe? Dienstag kann ich nicht, da habe ich Probe. Ah, ja, macht nichts. Marek kann das ja übernehmen. Also, spiel schön weiter.
Anna. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Das war es nicht funktioniert. Mit mir und dem Hof. Ich bin da vielleicht ein bisschen zu naiv dran gegangen. Ist jedenfalls viel schwieriger, als ich mir vorgestellt habe. Ich üb kaum noch, weil ich immer so müde bin. Das wird leichter mit der Zeit. Das ist reine Gewohnheit. Ja, aber auch mit den Leuten. Und mit Marek. Mit dem spreche ich noch. Ganz ehrlich, Mutter, du kommst doch prima alleine klar. Erst recht, wenn die Ernte vorbei ist. Vielleicht sollten wir wieder nach Hamburg zurückziehen. Aber die Wohnung ist doch viel zu klein für euch. Wieso denn? Naja, jetzt, wo Joe mit Sascha zusammen ist. Das war sie doch vorher auch schon. Ich habe kein Problem damit. Anna, du brauchst uns doch nicht wirklich. Moment mal. Ich... Doch, ich brauche euch schon. Sonst kann ich den Hof ja gleich verkaufen. Wie meinst du das? Naja, wenn ich gar niemanden mehr habe, um den ich mich kümmern kann. Wenn das kein richtiges Zuhause mehr ist, ohne Leben drin. Es war doch immer dein Zuhause. Ja. Aber dann macht das keinen Sinn mehr für mich. Überleg dir das doch noch mal. Bitte. Ewentualnie jutro w pracy. Marek. Was sind das für Schwierigkeiten mit Ines? Ich möchte, dass wir die ein für alle Mal aus der Welt schaffen. Hat sie sich beschwert? Sie hat angedeutet, dass sie eventuell nach Hamburg zurückgeht. Das wäre auch das Beste. Wie bitte? Sie kann überhaupt nicht mit den Leuten umgehen. Keiner kann sie leiden. Ja, dann sorgt dafür, dass die Leute sie leiden können, Herrgott, noch mal. Ich? Sie ist meine Tochter. Ob dir das jetzt passt oder nicht. Habe ich aus dem Reformhaus. Dreimal täglich eine Tasse. Ich habe es probiert, ist gar nicht so schlecht. Wofür soll das gut sein? Für den Embryo? Für dich. Sein Kräutertee mit Eisen. Ist gut fürs Blut. Nee, lass mal, mir ist eh schon schlecht genug. Weißt du, was ich glaube? Nein. Was denn? Du musst gar nicht so viel Angst haben. Deine Mutter käme ganz gut damit zurecht, wenn du ein Kind bekommst. Da bin ich mir sicher. Nein, ich hab nichts verraten. Ehrenwort. Ich hab das so im Gefühl. Siehst du hier irgendwo ein Kind? Moin. Moin. Ein Backe für Sie. Versandhaus. Ich habe doch gar nichts bestellt. Alles schon, bitte. Thank you.
im Schuppen ist er auch nicht. Marek weiß ganz genau, dass ich ihn für den Markt in York brauche. Wo bleibt denn der Kerl? Du, ich muss jetzt wirklich los. Ja, dann mach. Und der Markt? Wenn Marek nicht auftaucht, dann bringt's das sowieso nicht. Es tut mir wirklich leid. Ja, du kannst ja nichts dafür. Du fahr schon. Sind Sie Herr Rodewald? Ja. Gut, der Schuppen ist da hinten. Wenn Sie ordentlich unterkellern wollen, hat das gar keinen Sinn, vor dem Frühjahr anzufangen. Ja, dann könnten wir bis zum nächsten Herbst fertig sein. Je nachdem, was Herr Stadig sagt. Aber das Kind kommt doch schon im Sommer. Da werden Sie wohl eine Übergangslösung brauchen. Marek! Weißt du eigentlich, wie spät es ist? Ich dachte, ich kann mich auf dich verlassen. Ich muss mit Ihnen reden. Was ist denn? Quast sucht einen neuen Verwalter. Ja und? Ist ein interessanter Job, ein großer Hof. Nein. Ich komme gerade vom Vorstellungsgespräch. Hier, das ist einfach nicht so, wie es mal war. Das kannst du doch nicht machen. Was würde Christian denn dazu sagen? Christian ist nicht mehr da. Frau Anna! Frau Anna! Hier passt wunderbar das Bettchen hin. Und schau, hier könnte man eine richtig große Wickelkommode hinstellen. Sag mal, du hast sie doch nicht alle. Ruhig ist es auch. Och, Schätzchen, die 9 Monate vergehen so schnell. Oma, wenn du nicht damit aufhörst, dann bekomme ich das Kind auf keinen Fall. Den Termin habe ich schon. Du musst aber nicht hingehen, und das weißt du. Weißt du eigentlich, wie unmöglich das ist, was du hier machst? Hallo, was ist unmöglich? Du musst mit ihr reden. Ich muss gar nichts. Wieso willst du mir eigentlich die ganze Zeit vorschreiben, was ich zu tun habe? Weil ich dir helfen will, verdammt nochmal. Was ist denn mit euch los? Worüber soll sie mit mir reden? Sagt mir einer von euch beiden mal, was hier Sache ist? Marek verlässt uns. Das ist nicht dein Ernst. Er fängt bei deinem Vater an. Der schmeißt doch hier den Laden. Wenn der glaubt, er ist unersetzlich, hat er sich aber getäuscht. Und weshalb soll jetzt Joe mit mir darüber reden? Weil ich schwanger bin. Verdammt nochmal. Mann! Nein. Doch. Du nimmst doch die Pille. Wie weit bist du? Ich meine, wie viele Woche? 9., glaube ich. Gott sei Dank. Ines, du redest über dein Enkelkind. Seit wann weißt du das? Du hättest es mir sagen müssen. Ich hatte versprochen, es nicht zu sagen. Wolltest du etwa? Wolltest du deswegen, dass wir hier bleiben? Nein. Nicht nur. Nicht nur. Du brauchst dieses Kind nicht zu kriegen, das ist dir klar, oder? Was redest du da? Wenn ich das getan hätte, dann gäb's dich heute überhaupt nicht. Darum geht's
hier gar nicht. Joe braucht nicht wieder gut zu machen, dass du mich weggegeben hast. Du hast noch so lange Zeit, um Kinder zu kriegen. Du hast mich doch auch bekommen, obwohl du noch im Studium warst. Ich war 24, nicht 16. Und glaub nicht, dass ich mich nicht manchmal gefragt habe, ob es ein Fehler war. Als dein Vater dann weg war und ich mit allem alleine dastand. Du hast es bereut? Nein, mein Schatz, so meine ich das nicht. Aber es war einfach furchtbar anstrengend. Ich möchte nicht, dass du deine ganze Jugend verpasst. Sascha, du musst mir helfen. Es ist ja auch dein Kind. Mein Kind? Hat sie dir das nicht gesagt? Ach du meine Güte. Sie ist schwanger? Naja, sie ist momentan ein bisschen durcheinander. Ihre Mutter macht ihr Druck. Aber ich kenne dich doch, du bist doch ein guter Junge. Du lässt sie doch nicht hängen. Hm? Sascha hatte auch noch ein Wörtchen mitzureden. Es ist ja schließlich auch sein Kind. Also, dass du da mitspielst, das hätte ich nicht von dir gedacht. Was? Ich spiele überhaupt nichts mit. Sie will dieses Baby. Verstehst du das nicht? Sie will das unbedingt. Mann, von mir aus musst du das Kind nicht bekommen, wenn du es nicht möchtest. Na, dann haben wir ja gar kein Problem. Kein Problem? Warum redest du denn nicht mit mir? Ganz ehrlich, es geht mich doch auch was an, oder nicht? Ich bin sehr froh, dass wir jetzt alle Bescheid wissen. Dann können wir zusammen drüber reden. Wieso höre ich denn die ganze Zeit nur wir? Ihr könnt mich alle mal. Joe! Ein bisschen plötzlich für ihn. Muss er erst mal mit klarkommen. Für mich kam es auch plötzlich. Ich habe wenigstens mal drüber nachgedacht, wie es wäre mit uns und dem Kind. Ist es das, was du dir wünschst? Jetzt nicht mehr. Das ist doch sowieso total unrealistisch. Meine Mutter und mein Vater haben sich nach einem Jahr getrennt. So lange haben sie es miteinander ausgehalten. Als Mädchen hat man zum Schluss sowieso die Arschkarte. Minderjährig und alleinerziehend, super Kombi. Fährst du mich morgen in die Klinik? Du willst. Und? Was und? Ist das alles, was du dazu zu sagen hast? Ja. Aber ich bin froh, dass du keine Frau bist. Ich auch. Nee, da ist er auch nicht. Ach, was weiß ich, wo die sich rumtreibt.
Also wenn sie bei dir auftaucht, dann gib mir bitte Bescheid. Ja? Versprich mir das. Ja, ist okay. Tschüss. Johann? Sie ist bei dir. Johann? Gott sei Dank. Ja, bis gleich. Sie ist bei Johann. Es ging dir die ganze Zeit überhaupt nicht um mich. Du hast mich angelogen. Mich für deine Hinterabsichten eingespannt. Was hätte ich denn machen sollen? Weißt du eigentlich, wie das für mich ist? Sie ist meine Tochter. Mich geht es ja wohl als Erste an, wenn sie schwanger ist. Und was kann ich dafür, wenn sie dir nicht vertraut? Du weißt gar nicht, was es heißt, ein Kind zu lieben. Geh nicht, bitte. Weißt du was? Wir waren nie eine Familie und wir werden nie eine sein. Frau Anna? Ist etwas? Ich bei Ihnen noch einen Schnaps? Hallo, ich. War das hier nicht mal der Deichkrug? Jawohl. Das war, als der Laden noch meinem Vater gehörte. Das ist jetzt aber auch schon mehr als 20 Jahre her. Mein Mann ist ja manchmal im Zapfhahn gestanden, als wir noch nicht verheiratet waren. Das waren schöne Zeiten. Wie heißt denn Ihr Mann? Christian. Engstrup. Was? Christian? Christian Engstrup?
kleinen Moment. Das war damals sein Abschiedsgeschenk an uns. Feiner Kerl. Uns ist wieder. Also, ihr wollt zahlen? Es war eine schöne Zeit. Danke dir. Ja, hast recht. Sehr elegant. Ich habe erst mal drinnen angefangen. Der reinste Saustall hier. Aha. Wenn einer dem Letzten sagt, dass er aufräumen soll, bleibt alles liegen. Heißt es, dass du jetzt wieder ganz bei uns bist? Es wird höchste Zeit für den Boskopra, ne? Mhm. Wenn hier einer zur Familie gehört, dann bist du das. Danke. Ich gehe da mal aufs Feld. Mhm. Ach, Besuch für Sie. Hast ja doch noch einen Funken Anstand im Leib. Ich, wieso? Wegen Marek?
Ach, damit habe ich nichts zu tun. Den hätte ich liebend gern behalten. Machen Mund zu, wir haben jetzt ganz andere Probleme. Wir? Joe und Ines sind in die Klinik gefahren. Ich hab's befürchtet. Ich werde das Gefühl nicht los, dass Joe das nur macht, weil sie von Sascha enttäuscht ist. Es ist ihre Entscheidung. Joe denkt, ihm wäre das Kind egal. Das glaube ich nicht. Kannst du nicht noch mal mit ihm reden? Ich? Ich kann sowas nicht. Ich misch mich da nicht mehr ein. Anna, bitte. Das geht um deine Enkelin. Um unsere Enkelin. Mann, Sascha, jetzt geh ran. Moin, hier ist Sascha. Nach einem Tönchen, Informationchen. Schwiegeroma will was von dir. Schicke Stiefel. Schnauze, Mann. Ist was mit Joe? Sie denkt, du willst das Baby nicht. Ich? Ich dachte, sie will das Kind nicht. Ich meinte doch nur, dass ich alles mitmache, was sie will. Und ich habe richtig Bock auf Kinder. Mir musst du das nicht sagen, das musst du ihr sagen. Würde ich ja gerne, aber die geht ja eh nie an ihr Handy. Weil sie schon im Krankenhaus ist, also komm. Was? Sie schon in der Klinik? Frau Arnold, wenn Sie das bitte schon mal für den Anästhesisten ausfüllen. Nüchtern sind Sie? Nichts gegessen, nichts getrunken? Ja, gut. Aufs Klo. Ich warte hier draußen auf dich. Nein, 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 Sie müssen mitkommen. Kommen Sie mit, ich bin kein Angehöriger. Am Ende lassen Sie mich nicht zu ihr oder irgendwie sowas. Sicher? Ja. Wo ist sie? Das glaube ich jetzt nicht. Ist sie schon drin? Toilette. Okay. Was machst du denn hier? Ich hab Sascha hergefahren. Auch wenn du nicht mal mit mir reden möchtest, möchte ich dir gerne sagen, dass ich sehr wohl weiß, dass ich mich unmöglich benommen habe. Aber der Hof und das Baby und ich wollte einfach nicht wahrhaben, dass Christian nicht mehr ist. Und bin davon gelaufen. Dabei habe ich völlig aus den Augen verloren, wie es euch eigentlich geht. Ich wollte dich um Verzeihung bitten. Du bist meine Tochter. Und ihr alle seid meine Familie. Sie ist nicht da. Wie nicht da? Auf dem Klo, da ist sie nicht. Sie können selber nachgucken, wenn Sie mir nicht glauben. Kommen Sie. Hm?
meinst, Sie können doch nicht einfach den Termin streichen. Schaut mal. Sehen Sie? Gehen Sie nach Hause. Das ist das Beste. Anna? Ja? Kann ich bei euch mitfahren? Ja. Ja, natürlich. Moin, Arschloch. Ich freue mich auch, dich zu sehen, Lucy. Es steht jetzt schon fest, welche Augenfarbe es hat. Ob es deine schönen Hände kriegt oder meine Froschfinger. Froschfinger. Warum hast du mir eigentlich nichts gesagt? Keine Ahnung. Ich kenne dich ja noch nicht lang. Was weiß ich, ob wir uns ewig lieben? Wahrscheinlich nicht, oder? Egal. Ich mach doch nicht von dem Kerl abhängig, was mit meinem Kind passiert. Vielleicht werden wir uns ja doch ewig lieben. Soll vorkommen, weißt du? Du hast keine Froschfinger. Hab ich wohl. So wie es aussieht, wirst du im nächsten Sommer Großmutter werden. Oh Gott. Du wirst dich schon dran gewöhnen, wenn sie erstmal da ist. Mir kommt's wie gestern vor, dass Joe noch ein Baby war. Ja. Es ist schrecklich, sein Baby so früh loslassen zu müssen. Emily. Emily. Emily's cool. And what's new?